Ihr müsst euch vorstellen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist in Bezug auf die Schulden so streng gewesen, dass wenn jemand gestorben ist, seine erste Frage gewesen war, hat er Schulden? Und wenn er Schulden hatte, fragte er, gibt es irgendjemanden, der bereit ist, diese Schulden zu begleichen? Und wenn sich niemand dafür bereit erklärt hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam was gesagt? Was hat er gemacht? Er hat einfach nicht mitgebetet. Er hat einfach nur gesagt, sallu ala sahibikum. Verrichtet das Gebet für euren Bruder. Ihr müsst euch vorstellen, das Gebet unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam ist Licht. Licht für den Toten in seinem Grab. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat in manchen Situationen darauf bestanden, dass selbst wenn diese Person schon bestattet wurde, dass er hingeht und für sie das Totengebet verrichtet. Wie in der Geschichte von der Frau, die die Moschee sauber gemacht hat und die gestorben ist in der Nacht und bestattet wurde und der Prophet sallallahu alaihi wasallam zornig wurde und sagte, wieso habt ihr mir nicht Bescheid gegeben, obwohl ich euch das gesagt hatte? Und er ist dann zu ihrem Grab gegangen und hat das Totengebet dort verrichtet. Mit der Begründung, dass das Totengebet für den Toten im Grab von seiner Seite Licht in seinem Grab ist. Aber wenn jemand Schulden hatte, obwohl er mitgekommen ist und darüber Bescheid wusste, hat er, sallallahu alaihi wasallam, kein Totengebet verrichtet. Kein Janaza. Müsst ihr euch mal vorstellen. Kein Janaza-Gebet. Nur weil jemand Schulden hat. Ich sage nur. Und das ist kein nur. Guckt mal, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was er gefragt wurde. Und zwar ein Sahabi, und zwar eine authentische Überlieferung. Er fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulallah, O Gesandter Allahs, werden eigentlich dem Shahid, dem Märtyrer, der auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala gestorben ist, werden eigentlich dem Shahid all seine Sünden vergeben? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann sofort, ja. Allah subhanahu wa ta'ala, er wird ihm all seine Sünden vergeben. Na'am, in qutilta fi sabilillahi wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghayru mudbir. Ja, wenn du auf dem Wege Allahs sterben solltest, ja, und geduldig bist und den Lohn bei Allah ta'ala suchst und sozusagen dich in die Schlacht begeben hast, ohne zu fliehen. Und dann, kurz darauf, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dem Sahabi, der ihn gefragt hatte, und das ist eine Überlieferung, die von Abu Qutada bei Imam Muslim überliefert wird, er fragte diesen Mann, was hast du nochmal gesagt gehabt? Und er fragte ihn, أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ O Gesandter Allahs, was ist, wenn ich auf dem Wege Allahs getötet werden sollte? Werden mir meine Sünden vergeben? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, wenn du geduldig bist, وَأَنْتَ صَابِرٌ وَحْتَسِبْ und nach dem Lohn Allahs strebst, مُقْبِرٌ غَيْرُ مُدْبِرٌ und wenn du sozusagen in die Schlacht gehst, ohne dich abzuwenden und zu fliehen, und jetzt sagte er, إِلَّا الدَّيْنِ außer der Schulden, فَإِنَّ جِبْرِيلَ سَارَّنِ بِهِ آلِفًا außer der Schulden. Allah wird dir alles vergeben, außer deine Schulden. Das ist das, was mir gerade eben Jibril noch eingegeben hat. Das heißt, Jibril alaihi salam hat ihn korrigiert. Er hat schon eine Antwort gegeben gehabt. Und dann kommt Jibril und korrigiert ihn. Und Mohammed, du hast etwas vergessen. Du hast vergessen zu sagen, dass Allah ihm alles vergibt, außer den Schulden. Und das bestätigte der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Worten, Yughfaru au yaghfiru Allahu lishahidi kulla shay'in illa ad-dayn. Eine Überlieferung bei Imam Muslim. Allah vergibt dem Märtyrer jede Sünde, außer der Schulden. Und deswegen diese Worte, Ya ayyuhalladhina amanu. Allah Ta'ala, er möchte uns darauf aufmerksam machen, wie schwerwiegend es ist, dass ich einem Menschen Geld schulde, ohne es ihm zurückzugeben. Und zwar zeigt uns unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der mir Geld gegeben hat, im Grunde genommen auch ein gewisses Recht auf mich hat. Und deswegen, ich stehe in seiner Schuld, so sagen wir es ja auch auf Deutsch. Und einmal, wie es ebenfalls authentisch überliefert wird, von Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, kam ein Wüstenaraber zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam,
in einer sehr, sehr harten Art und Weise. Ahrij alayka illa qadaytani. Sozusagen, ich verlange von dir, dass du mir jetzt sofort meine Schulden zurückzahlst. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht hinausgezogen, nein, aber er wollte den Propheten sallallahu alaihi wasallam erniedrigen. Die Leute, die dort waren, die haben ihn geteilt, haben gesagt, wie redest du mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wer ist du überhaupt, mit dem du redest? Waihaka, tadri man tukallim? Weißt du überhaupt, mit wem du redest? Woraufhin dieser Mann sagte, inni atlubu haqqi. Ich fordere nur mein Recht ein. Und guck mal, wie jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam reagierte, um uns etwas beizubringen, etwas zu lehren. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, halla ma'a sahibil haqqi kuntum. Wäre es nicht besser gewesen, wenn ihr auf der Seite desjenigen steht, der Recht hat und der sein Recht einfordert? Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ihm nicht gesagt, wie redest du mit mir? Sondern ganz im Gegenteil. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns aufgezeigt, diese Person hat ein Anrecht auf mich, weil ich nämlich in seiner Schuld stehe. Und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, wenn wir versuchen, ja, unsere Schulden zurückzuzahlen, dann sollten wir das immer in bester Weise tun und auch etwas Geduld haben.